Im Herzen der Weltstadt München glänzt eine historische Perle der Kunst- und Unterhaltungsbranche. Die Rede ist vom Deutschen Theater, welches seine Besucher schon seit 1896 mit ausgefallenen sowie renommierten Attraktionen und Produktionen wie zum Beispiel Musicals begeistert. Eine besonders begehrte Aufführung ist das Musical West Side Story, welches hier schon seit dem Jahre 1961 aufgeführt wird und noch heute die Vorstellung des Gastspielshauses füllt. Wie sich das Theater selber sieht, verrät uns Herr Röhrig, Archivar des Deutschen Theaters. In einem Satz würde ich sagen, musikalische Unterhaltung und Dienst am Publikum. Vom Zuschauer oft wenig beachtet, spielt die Beleuchtungstechnik eines Theaterstücks oder Musicals für dessen Atmosphäre eine entscheidende Rolle. Die richtige Lichtstimmung trägt maßgebend dazu bei, dass eine Szene die richtige Aussagekraft bekommt. Da bei einer Musicalproduktion die Darsteller alle mit Mikrofonen ausgestattet sind und sehr viele verschiedene Tonsignale koordiniert werden müssen, wird mit einer Tonregie gearbeitet. Gerade bei gesangsbetonten Aufführungen wie Musicals ist es sehr wichtig, dass keine Note auf dem Weg zum Zuschauer verloren geht. Denn nicht umsonst heißt es, der Ton macht die Musik. Da das Deutsche Theater ein reines Gastspielhaus ist, werden Requisiten und Kulissen von den verschiedenen Produktionen selber mitgebracht. Damit so eine große Produktion wie ein Musical auch reibungslos läuft, sind viele fleißige Hände vonnöten. Schon während der Aufbauarbeiten ist auf viele Details zu achten. Im Theater herrscht eine familiäre Atmosphäre, was ein gutes Zusammenspiel aller Beteiligten garantiert. Gerade bei den Kulissen ist handwerklich-technisches Personal gefragt, da hier und da doch immer mal was kaputt geht oder defekt ist. Wenn alles reibungslos abgelaufen ist, wird die Bühne zum Eintrittstor in eine andersweltliche Illusion. Das Wichtigste für einen Theatermacher ist, würde ich mich jetzt auf den Alfred Grosser gerne beziehen, der bei einer Tagung des Deutschen Bühnenvereins gesagt hat, das Wichtigste ist die Demut. Die Demut vor dem Publikum, die Demut vor dem Künstler und die Demut vor dem Autor. Das ist das Wichtigste, was ein Theatermacher leisten kann. You wanna live? You play it cool. I wanna get even. Get cool. I wanna bust. Bust cool. I wanna go. Go cool.